Lesung aus dem Buch Esels Weisheiten. Beschreibung zum Buch: In diesem Augentrainingsbuch geht es nicht allein um Dioptrien, sondern um den Durchblick in jeder Beziehung. Mirza Karim Norbekows unkonventionelle Methode hat sich in Russland wie ein Lauffeuer verbreitet. Seinen Kursen wird eine Heilungsquote von annähernd 100% nachgesagt. Und ähnliche Erfolgsaussichten wirken Ihnen, wenn Sie dieses Buch durcharbeiten. Dafür müssen Sie aber bereit sein zum Kampf gegen den inneren Schweinehund. Und da der ein mächtiger Gegner ist, sind die notwendigen Maßnahmen nicht gerade zimperlich. Rau, aber herzerfrischend werden Sie durch die Übungen geführt. Unabhängig von der Umsetzung der Übungen erwartet Sie ein außergewöhnliches Lesevergnügen beim Kennenlernen dieser russischen Gesundheitsphilosophie. Deutsche Erstausgabe, übersetzt von Felix Eder. Ich lese das Kapitel vor. Was fühlen Sie, wenn Sie an eine Zitrone denken? Wenn Ihnen die Theorie noch nicht reicht und sie noch nicht bei Ihnen angekommen ist, hier noch ein Schlüssel. Schauen wir uns an, wie unsere Vorstellung funktioniert. Wie funktioniert der Zweifel oder der Glaube an die eigene Genesung? Betrachten wir das am Beispiel des Bildes einer Zitrone. Machen Sie es sich bitte bequem. Schließen Sie die Augen. Nein, halt, warten Sie. Erst müssen Sie lesen, was Sie mit Ihren geschlossenen Augen zu tun haben. Stellen Sie sich in Gedanken eine reife, saftige Zitrone vor. Nehmen Sie sie in die Hand, fühlen Sie die etwas unebene, poröse, elastische Oberfläche, fühlen Sie ihr Gewicht und den Umfang. Stellen Sie sich Farbe, Geruch und Lichtreflexe auf der Zitrone vor. Führen Sie sie zu Ihrem Gesicht, atmen Sie das Aroma mit voller Brust ein. Erinnern Sie sich, was für ein kühles, feuchtes, zartes, saftiges Fleisch sie hat. Stellen Sie sich vor, Sie machen den Mund weit auf und beißen ein großes Stück ab. Machen Sie den Mund zu, ich habe gesagt in der Vorstellung. Essen Sie die Zitrone wie einen Apfel. Der kalte, saure, duftende Saft fließt durch den ganzen Mund. Schlucken Sie ihn und kauen Sie die Zitrone samt Schale ohne Zucker weiter. Beißen Sie noch ein Stück ab. Bravo! Sind Sie fertig? Hat's geklappt? Sie sind echt toll! Jetzt schauen wir uns an, wie der Organismus auf diese fantastische Zitrone reagiert hat. Hat sich Speichel im Mund gebildet? Ja? Eine Frage. Haben Sie auf Ihre Drüsen gedrückt? Haben Sie zu Ihnen gesagt, stellen Sie bitte Speichel her? Haben Sie Ihren Magen gesagt, kannst du bitte Magensaft produzieren? Sie haben das nicht gemacht. Sie haben sich nur vorgestellt, dass Sie die Zitrone essen, die Restarbeit hat Ihr Organismus ohne Ihre Mitwirkung erledigt. Der Magen hat sich schon bereit gemacht, die nicht existierende Zitrone zu verdauen und sitzt jetzt gekränkt da und schaut von unten nach oben durch die Speiseröhre. Du Affe, du hast mir eine Zitrone versprochen und jetzt gibst du sie mir nicht. Wo ist sie? Das Bild der Zitrone ist einer der Mechanismen, welcher unserer Arbeit an uns selbst zugrunde liegt. Das ist nur einer der Schlüssel, die ich Ihnen in diesem Buch liefere. Das Arbeitsprinzip des Gehirns bei erwachsenen Menschen ist gleichartig. Das heißt, das Gehirn arbeitet über Vermittler, deren Rolle das Wort spielt. Das Wort Gesundheit ist der Vermittler, über den Sie das erwerben wollen, was man Gesundheit nennt. Versuchen Sie jetzt, die Augen zu schließen und an die Gesundheit zu denken. Denken Sie, denken Sie. Strengen Sie so stark wie möglich das an, was Sie nicht im Kopf haben, nämlich Ihre Gehirnwindungen. Denn das, was man trainiert, entwickelt sich. Was entsteht im Kopf und im Körper? Natürlich nichts. Machen wir noch ein kleines Experiment zum Thema »Ich will gesund sein«. Eine Übung mit der poetischen, wissenschaftlichen Beziehung Fressen. Mit geschlossenen Augen erinnern Sie sich an eine riesige, reife bengalische Nuss. Bengalische Nuss. Öffnen den Mund und beißen ein Stück ab. Es darf ruhig ein größeres Stück sein. Kauen Sie, meinetwegen bis zum jüngsten Tag. Und, hat's geklappt? Ich weiß genau, welche Frage in Ihrem Kopf aufgetaucht ist. Was ist eigentlich eine bengalische Nuss?
Als Mann sage ich ihnen bedeutungsvoll und delikat, weiß der Teufel, was eine bengalische Nuss ist. Wenn ich es wüsste, hätte ich sie bestimmt beschrieben. Diese Nuss habe ich selbst erfunden. Wenn Sie sich das Ziel setzen, ich will gesund sein, reagiert Ihr Organismus mit dem gleichen Unverständnis, wie Sie auf die bengalische Nuss reagiert haben, und fragt, was ist denn das? Chef, erkläre, was du willst. Beschreibe es mir in einer verständlichen Sprache. Warum hat der Organismus auf die Zitrone reagiert? Weil Sie, wenn Sie an die Zitrone denken, in erster Linie an Umfang, Gewicht, Farbe, Geruch denken. Stimmt's? Der Unterschied liegt also darin, dass ein kranker Mensch, der sagt, dass er gesund sein will, seinen Organismus in eine Sackgasse führt. Es läuft darauf hinaus, dass er etwas will, was er nicht kennt. Jede Ihrer Aussagen wie »Ich will gesund sein« wird vom Organismus aufgenommen wie »Ich, du, nix verstehen«. Er fragt, sag, was willst du? Zeig mir, was ich tun soll. Das Wort Gesundheit ist für ihn Abracadabra, weil es zum zweiten Signalsystem, dem System der Sprache, gehört, das in Bezug auf die Genesung sehr schwach wirkt. Aber auf die Wörter, eine Kakerlake ist in ihrer Badehose, bekommen sie sofort eine Gänsehaut. Eine Kakerlake ist in ihrer Badehose. Gänsehaut oder nicht? Wenn nicht, dann fangen Sie ein fettes Exemplar von einer Kakerlake und lassen Sie sie in Ihre Hose gleiten. Sie werden sich das Gefühl merken. Aber Sie haben wohl auch ohne dieses Experiment alles richtig gespürt, weil Sie Kakerlaken schon gesehen haben, Hosen tragen und sich das Bild real vorgestellt haben und weil deshalb eine Reaktion eingetreten ist. Ich habe noch eine Gesetzmäßigkeit gefunden, warum der Kranke in seinem Leiden stecken bleibt. Vom frommen Wunsch, von der reinen Absicht, gesund zu sein, gelangen sie ins Nichts. Achtung! Wenn Sie sich an die Arbeit an der Sehkraft machen, stellen Sie sich eine klare, exakte und konkrete Aufgabe. Der Organismus beginnt sofort, sie zu verwirklichen. Wenn Sie willentlich ein Bild der Genesung herstellen und Freude darüber empfinden, dass Sie gesund werden, beginnen Sie bewusst den Organismus zu lenken, weil Sie ihm eine konkrete Aufgabe erteilen. Und er ist gezwungen, sich ohne auszuscheren, Ihrer Aufgabe zu unterwerfen und den Auftrag auszuführen. Im Bild der Zitrone haben Sie überhaupt nicht an den Speichel gedacht, die Reaktion kam ganz von selbst. Der Organismus reagiert auf ein Bild. Der Schluss ist folgender. Gedanke und Bild haben eine konkrete, materielle Kraft. Das heißt, mit Hilfe eines Bildes nehmen Sie den ganzen Organismus unter Ihre Führung. Das ist das erste Gebot. Und jetzt noch eine weitere Vorbereitungsübung, das Bild der fünf Finger. Halten Sie Ihre Hand vor das Gesicht und wählen Sie einen der fünf Finger an Ihrer Hand. Betrachten Sie ihn aufmerksam ohne Unterbrechung. Beginnen Sie, ihn mit Liebe zu studieren, ihn von innen und außen zu erkunden. Teilen Sie diesem Finger Ihre Gedanken mit, über die Augen, über die Seele und über den Geist. Legen Sie die reinsten und aufrichtigsten Gefühle in diese Übung. Vergessen Sie nicht das Lächeln. Was fällt Ihnen auf? Wie ist die Sensibilität dieses Fingers im Vergleich zu den anderen? Haben Sie bemerkt, dass er der Empfindung nach sich mit jeder Sekunde stärker von den anderen unterscheidet? Wodurch genau? Was empfinden Sie dort? Wärme? Schwere? Ein Kribbeln? Ein Anschwellen? Ein Pulsieren? All das ist richtig. Es kann auch zu anderen individuellen Empfindungen kommen. Einige Hörer meiner Kurse sagen, ich fühle nur noch diesen Finger, die anderen sind, als würden sie nicht existieren. Die Schärfung der Aufmerksamkeit auf einen Körperteil ruft die Zuschaltung von zusätzlichen Rezeptoren hervor und erhöht ihr Informationsvolumen. Ihre Aufmerksamkeit verändert die Empfindlichkeit dort, wohin sie sie richten. Somit üben sie auf diesen Teil einen Einfluss aus, und zwar sowohl einen positiven als auch einen negativen, in Abhängigkeit davon, welche Emotionen und Gedanken sie hineinlegen. Der gleiche Mechanismus wird zugeschaltet,
wenn sie mit ihren Augen arbeiten. Das ist die sogenannte idiomotorische Reaktion des Organismus auf die Gedanken. Fühlen Sie jetzt Ihren Rücken? Eine unerwartete Frage. Ja, natürlich. Und wenn dort irgendein kleines Insekt krabbelt? Die Aufmerksamkeit schärft sich und Sie erhalten von dort vollständige Informationen von der Berührung durch die Beinchen dieses Insekts. Das heißt, eine geschärfte Aufmerksamkeit in einem bestimmten Körperbereich ruft im Gehirn eine erhöhte Informationsfülle über die Zone hervor. Und das äußert sich in erhöhter Sensibilität. Oder ein anderes Beispiel. Ich nerve Sie noch nicht mit meinen Beispielen, dann ist das ja gut. Haben Sie jemals in einem Fluss oder im Meer gebadet? Eine idiotische Frage. Natürlich haben Sie. Dann versuchen Sie, an die Mittagsstunde eines heißen Tages am Strand zu denken. Blauer Himmel, das Wasser schäumt unter den Strahlen der hellen Sonne. Es fliegen weiße Möwen herum, in der Ferne sieht man Segelboote und hört man Musik. Kinder quietschen freudig am Ufer. Sie gehen bis in Schulterhöhe ins Wasser. Eine Welle nach der anderen streichelt den Körper. Versuchen Sie, sich das noch klarer vorzustellen und Ihr Körper wird reagieren. Was für ein Genuss! Ein sanftes Lüftchen umspült das feuchte Gesicht. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie Sie im Wasser stehen. Ein Dampfer ist vorbeigefahren und eine große Welle kommt näher. Sie erwarten die Welle mit stockendem Herzen, die nächste Welle. Sie sind entzückt, aber ein Krokodil, das begeistert auf eine Begegnung mit Ihnen wartet, nähert sich langsam unter dem Wasser an und macht seine Zähne bereit zur Liebkosung Ihres Hinterteils. Was fühlen Sie? Ein leichter Schauder und eine Gänsehaut an einem heißen Mittag? Genau das ist die idiomotorische Antwort. Jede Körperzelle reagiert auf Ihre Gedanken. Das heißt, die Sicherheit, mit der Sie über Ihre Kräfte verfügen, wird sich überall niederschlagen, im ganzen Körper, in jeder Zelle. Wenn Sie glauben, dass Sie ein Mensch mit Großbuchstaben sind, wenn Sie wissen, dass Sie die allerschönste Frau auf Erden sind, dass Sie ein Mann sind, wie er im Buche steht, werden auch Ihr Äußeres und Ihr Verhalten und die Ergebnisse aller Ihrer Bemühungen dem inneren Zustand entsprechen. Gedanken haben materielle Kraft, mein Lieber. Vergessen Sie das nicht. In der Antike hieß es, bevor du nachdenkst, überleg es dir. Das war jetzt der Einblick in das Buch Eselsweisheit. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse mir gerne eine Rückmeldung im Kommentar, abonniere den Kanal oder lasse ein Gefällt mir da. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Tschüss.